Kurotoki wieder am Start. Also, endlich haben wir mal neue Informationen bekommen zu Dragon Ball Legends, weil Dragon Ball Legends ist zurzeit ziemlich, ja, langweilig, kann man sagen. Es gibt wieder eine kleine Dürrephase und ich sag's mal so, beim letzten Update-Video habe ich eh schon gesagt, es wird leider eine kleine Dürrephase geben und es sieht so aus, als wäre sie bald beendet, Leute. Also, als erstes wird euch natürlich aufgefallen sein, dass Bardock gerade im Mainscreen ist sozusagen und es ist kein Zufall, weil wir bekommen einen neuen Bardock. Es ist noch nicht bekannt, welcher Bardock das sein wird. Viele spekulieren darauf, dass es der Movie-Bardock sein wird, den wir vom Broly-Movie gesehen haben. Und wenn das so wäre, wäre es echt heftig, weil zurzeit Movie extrem stark ist und komplett in der Meta. Ich meine, ja, jedes zweite PvP-Game ist so oder so gegen ein Movie-Team und für manch andere wird sicher jedes Game ein Spiel gegen Movie-Tag sein. Das, was ich mich jetzt am meisten frage, ist, ob dieser Bardock, der rauskommen wird, auch die Meta verändern wird. Weil jeder einzelne Bardock, der bis jetzt rausgekommen ist, war einer der stärksten Meta-Chars. Erinnern wir uns zurück, als der Bardock, den ich euch hier jetzt zeige, released wurde, der war in jedem Team drin. Sein Lock war extrem stark damals, weil es zu der Zeit noch nicht so heftige Charaktere gab, die zum Beispiel gegen ihn was ausrichten konnten. Da gab es nur wenige Charaktere, die einen guten Damage-Buff hatten, die gegen Bardock mithalten konnten. Wenn man nicht im Typen Vorteil war gegen diesen Bardock, während man eingesperrt war, dann war eh RIP, ganz ehrlich. Und natürlich, wenn wir uns an den nächsten Bardock erinnern, das war der Super Saiyan Bardock, ja. Ich sag's mal so, ich glaube, jeder kann sich an die Holy Trinity Meta erinnern. Das ging einige Seasons so. Ich selber war da auch sehr aktiv in der Meta, kann man so sagen. Und deshalb sage ich mal, seien wir mal gespannt, was der neue Bardock drauf haben wird. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum nächsten Charakter, der rauskommen wird. Ich denke mal, einige von uns wird es sehr freuen, dass dieser Charakter endlich bei Dragon Ball Legends erscheint. Weil jeder, der diesen Movie gesehen hat, kleiner Spoiler, es ist ein Movie-Charakter, wird sich sicher freuen, diesen Char endlich mal zu sehen. Also, da haben wir ihn. Ich weiß, ich zeige gerade aufs Dragon Ball Legends Spiel, aber ich meine natürlich neben dem Dragon Ball Legends Spiel. Wir bekommen Tapion. Und das, was mich jetzt am meisten interessiert, ist natürlich, was seine grüne Karte können wird. Weil egal, über was wir jetzt reden, seine grüne Karte wird 100%. Zu 100% sein Schild haben. Und die Leute, die von euch vielleicht Budokai Tenkaichi oder so gespielt haben und diesen Tapion auch oft gespielt haben, haben sicher gemerkt, dass sein Schild der stärkste Schild von allen Charakteren war. Weil da gab es einige andere Charaktere, die auch ein Schild hatten. Aber Tapion, sein Schild, war halt anders. Der konnte alles abblocken, wirklich alles. Ich will jetzt nicht darauf anspielen, dass er Rising Rush blocken kann. Das wird eh nicht möglich sein. Aber wenn wir uns jetzt an Dragon Ball Legends Charaktere erinnern, wir haben Super C17, den normalen C17, dann haben wir Bojack, dann haben wir Buhan. Und wenn wir uns all diese Charaktere mal anschauen, werden wir merken, das sind schon Charaktere, die einen geilen Schild haben. Buhan seiner ist ziemlich nice, er regeneriert Leben, kann alles aufhalten, außer Rising Rush. C17 seiner ist auch ziemlich gut, regeneriert zwar kein Leben, aber bufft sich selber dadurch, kann auch alles. Plus, er kann so wie Buhan direkt in die Combo gehen. Und das sind halt eines der Gründe, wo ich denke, Tapion sein Schild wird sogar noch besser sein als die von den anderen Charakteren. Klar ist es jetzt so übertrieben gesagt, aber wenn wir uns mal denken, wie stark der in anderen Games mit seinem Schild war, wäre es doch möglich, dass es hier auch der Fall sein könnte. Hoffe ich halt, weil ich feiere Tapion selber ziemlich. Das war eines der ersten Dragon Ball Movies, die ich damals gesehen habe. Und deshalb bin ich einfach nur gespannt, wie der Tapion sein wird. Für die Leute, die das Ganze hier nicht glauben, habe ich extra diesen Screenshot hier reingehauen. Damit können wir sehen, dass es wirklich offiziell ist, dass diese beiden Charaktere kommen werden. Das Gute daran ist, dass das UST-Chars sein wird, weil beim V-Jump werden ja fast immer nur UST-Charaktere released. Somit bedeutet es für uns, dass wir diese Charaktere sogar gratis bekommen könnten. Ziemlich geil. Weiterer Grund, warum es auch wahrscheinlich ist, dass wir diese Charaktere bekommen könnten, Free-to-Play natürlich, ist einfach der, dass UST-Banner eine sehr lange Zeit bleiben. Bedeutet, wir werden sehr viele Daily-Chancen haben. Und natürlich könnt ihr die anderen Spiele hier ignorieren, weil, wie man sehen kann, Fighter Sieg, Xenoverse 2, Dokkan und DBZ Kakarot sind jetzt nicht so wichtig. Aber unter Legends können wir sehen, neuer Bardock und ein Tapion. Also, dann wäre es mit dem Video gewesen, Leute. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wieder. Und ciao!